Das ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Hallo und herzlich willkommen zu Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, ganz leicht auch selber machen. Also, los geht's mit Art Attack. Findet ihr nicht auch, dass es abends, wenn ihr das Licht ausschaltet, immer viel zu dunkel in eurem Zimmer ist? Ich habe genau das Richtige für euch. Passt mal auf, was ihr braucht, ist so eine hier. Eure eigene Art Attack Nachttischlampe. Klasse, was? Wenn ihr euch so eine basteln wollt, braucht ihr zuallererst mal eine kleine Taschenlampe, so wie diese hier. Nehmt keine stärkere Lampe, damit eure Nachttischlampe nicht zu heiß werden kann. Und dann besorgt euch jede Menge Müll. Einen Pappbecher, einen Papp- oder Plastikteller, eine Schachtel und leere Süßigkeitenrollen, so wie diese hier, oder Klopapierrollen. Der Becher, der sollte auf jeden Fall größer sein als eure Taschenlampe. Ihr könnt aber auch einen leeren Joghurt- oder Eiscremebecher nehmen. Und dann macht ihr Folgendes. Stellt den Becher mit der Öffnung nach unten in die Mitte des Papptellers und klebt ihn mit Klebeband fest. Dann macht ihr aus einer Doppelseite einer Zeitung eine lange Papierwurst und klebt diese unten um den Becher herum. Es macht gar nichts, wenn sich die Zeitung ein bisschen überlappt. Ihr müsst das nicht allzu ordentlich machen. Jetzt wickelt noch eine zweite Zeitungswurst um die obere Hälfte des Bechers und klebt auch diese mit Klebeband fest. Das wird der Felsen, auf dem das Schloss später steht. Für das Schloss selbst nehmt ihr eine kleine Pappschachtel, auf die ihr so ein Pappdach klebt. Und diesen Teil befestigt ihr mit Klebeband auf dem Felsen. Als nächstes kommen die Pappröhrchen dran. Die Verpackungen von Süßigkeiten sind ideal. Ihr könnt aber auch Klopapierrollen benutzen, die ihr aufschneidet und enger zusammenrollt. Diese Röhrchen sollten unterschiedlich lang sein, denn daraus werden die Türme für euer Nachttischlampenschloss. Ich zeige euch wie. In diese Türme schneidet ihr solche Schlitze. Dann könnt ihr sie mit Klebeband genau auf die Ecken der Schlossschachtel kleben. Für die Dächer der Türme schneidet ihr aus dünner Pappe Halbkreise aus und rollt sie zu spitzen Kegeln zusammen. Etwa so. Je spitzer, desto besser. Jeder Turm bekommt natürlich sein eigenes Dach. Damit die Dächer nicht wieder runterfallen, besorgt euch wieder jede Menge Klebeband. Wenn ihr alle Türme und die Dächer festgeklebt habt, sieht das Schloss schon so aus. Das ist aber erst das Gerüst. Überprüft nochmal, ob alles fest sitzt. Denn jetzt müsst ihr diese Form komplett mit Frischhaltefolie bedecken. Legt auch schon mal Klopapier oder Küchenpapier zurecht und mischt weißen Bastelkleber mit etwas Wasser. Weiter geht's. Legt jetzt ein großes Stück der Frischhaltefolie über euer Schlossgerüst. Drückt die Folie richtig fest an, auch in alle engen Ecken und Winkel. Die Folie sollte um das Schloss liegen wie eine zweite Haut. Nehmt euch dafür Zeit und bedeckt wirklich das gesamte Schloss. Dann pinselt mit weißem Bastelkleber über die Folie und legt Küchenpapier oder Klopapierstreifen obendrauf. Bedeckt das Schloss und den Felsen mit einer oder vielleicht zwei Schichten Pappmaché. Macht es aber nicht zu dick, damit später das Licht eurer Taschenlampe durchscheinen kann.
Lasst das Pappmaché gut trocknen, am besten über Nacht. Dann habt ihr so etwas hier. Jetzt müsst ihr das Pappmaché-Schloss von dem inneren Teil vorsichtig trennen. Da ihr Frischhaltefolie über die Grundform gelegt habt, auf der der Kleber nicht haftet, ist das relativ gut möglich. Nehmt euch aber ruhig Zeit dafür, damit nichts kaputt geht. Und hier ist sie, die Pappmaché-Hülle für das Nachttischlampenschloss. Bevor ihr die gleich anmalt, zeichnet mit Bleistift Fenster vor. So wie ich das bei diesem Schloss hier schon mal gemacht habe. Je mehr Fenster, desto mehr Licht scheint später durch. Jetzt braucht ihr Plakatfarben oder andere Farben, die gut decken. Ihr malt euer Schloss natürlich in den Farben an, die euch am besten gefallen. Wie wär's in verschiedenen Rot- und Lila-Tönen? Wenn ihr beim Bemalen an die Fenster kommt, malt auf jeden Fall außenrum. Das ist ganz wichtig, damit später das Licht nach außen fallen kann. Für die Dächer nehmt ihr natürlich eine andere Farbe. Wenn ihr euer Schloss und die Felsen komplett angemalt habt, lasst die Farbe trocknen und das Ganze sieht so aus. Mit einem schwarzen Filzstift habe ich noch einzelne Mauersteine auf die Mauer gemalt und Fensterkreuze. Und hier ist der Eingang zu diesem Schloss. Jetzt könnt ihr eure Taschenlampe einschalten, sie aufrecht auf euer Nachtkästchen stellen und das Schloss einfach oben drüber stellen. Und wenn ihr jetzt das Licht in eurem Zimmer ausmacht, scheint das Licht der Taschenlampe durch die einzelnen Fenster. Toll, oder? Eure Nachttischlampe muss aber nicht unbedingt ein Schloss sein. Wie gefällt euch dieser Leuchtturm? Ihr könnt jede Art von Gebäuden machen, Hauptsache es sind viele Fenster drin. Und schaut mal, diese Straße führt direkt zu einem 40-stöckigen Wolkenkratzer. Das Gerüst dafür war eine einzige Keksschachtel. Also, probiert's einfach mal selbst. Bastelt euch eure eigene Art Attack Nachttischlampe. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Um euch so eine schaurige Nachttischlampe zu basteln, klebt ihr Zeitungswürste rund um einen umgedrehten Plastikbecher, fügt eine Pappschachtel und Pappröhrchen als Schloss und Türme dazu, setzt den Türmen Dächer aus dünner Pappe auf. Dann hüllt ihr das Ganze sorgfältig in Frischhaltefolie, bedeckt das Schloss mit 1 bis 2 Schichten Pappmaché. Wenn es getrocknet ist, trennt die Schlosshülle vorsichtig vom Gerüst. Zeichnet Fenster ein und bemalt das Schloss, wie ihr wollt. Malt aber nicht über die Fenster, lasst die frei. Stellt dann eure Taschenlampe darunter und eure schaurige Nachttischlampe ist fertig. Fantastisch! Oh, und tut mir bitte den Gefallen und benutzt nur kleine Taschenlampen und bittet eure Eltern, die Lampe auszuknipsen, wenn ihr eingeschlafen seid. Ja? Ihr wisst ja, tolle Bilder kann man aus allem Möglichen machen. Und einer, der kann das ganz besonders gut. Neil, unser großer Künstler. Er nimmt ganz alltägliche Dinge und macht aus ihnen ein Art Attack Riesenbild. Neulich hat Neil einen Tierpark für Raubtiere besucht. Diese anmutigen Großkatzen haben ihm so gut gefallen, dass er sofort die Idee zu einem neuen seiner Kunstwerke hatte. Versucht mal rauszufinden, was er macht und wofür er dabei diese Stöcke hier benutzt. Thank you.
Was für ein toller Löwe. Zum Glück aus Heu und völlig ungefährlich. Habt ihr gesehen, wofür Neil die Stöcke benutzt hat? Klar, hier sticht er sie durch die Leinensäcke ins Heu. Und was ist aus ihnen geworden? Die Schnurrbarthaare des Löwen. Einfach clever. Wenn ihr Gesichter zeichnet, haben die dann einen geschlossenen Mund oder sieht man bei euren Bildern auch die Zähne? Mit Zähnen kann man nämlich die verschiedensten Persönlichkeiten oder auch Stimmungen darstellen. Ich habe ein paar Tipps für euch, die ihr mal ausprobieren könnt. Für den Anfang was ganz Einfaches. Schaut euch mal diese beiden hier an. Wenn ihr euren Gesichtern einen großen geöffneten Mund verpasst, zieht einfach eine Linie von einem Mundwinkel zum anderen. Fertig ist ein perfektes Gebiss. Ihr könnt aber auch die einzelnen Zähne einzeichnen. Zwei große Schneidezähne in die Mitte und kleinere daneben. Das waren einfache Zähne bei einem lächelnden Gesicht. Wenn ihr jetzt kleine Veränderungen vornehmt, werden aus den beiden völlig andere Typen. Diese junge Dame bekommt noch zwei spitze Eckzähne. Und schon habt ihr sie in einen Vampir verwandelt. Und den jungen Mann könnt ihr aussehen lassen wie aus einer Zahnpasta-Werbung, wenn ihr seine Zähne blitzen lasst. Seht ihr? So einfach ist es, mit verschiedenen Zähnen unterschiedliche Persönlichkeiten darzustellen. Lasst uns das mal bei einem Comic ausprobieren. Hier seht ihr John Jingleheimer Schmidt, einen großen Filmproduzenten aus Hollywood, mit der Hauptdarstellerin seines neuesten Films Gloria Glitzer. Beide mit perfekten Zähnen im Gesicht. John sucht noch Darsteller für die Nebenrollen seines Films. Die ersten beiden Typen, die sich vorstellen, sind diese beiden hier. Mit einer leicht gebogenen Linie haben sie ein Grinsen im Gesicht. Wenn ihr dem einen Typ zwei Zähne unterhalb der Linie einzeichnet, sieht er etwas beschränkt aus. Bei dem stehen die Zähne nach oben, so sieht er aus wie ein fieser Schlägertyp. Oh, das sind nicht die richtigen. Die nächsten bitte, ruft John. Herein kommt ein Mädchen mit ihrem kleinen Bruder. Das Mädchen verliert gerade ihre Milchzähne. Und der kleine Bruder, der hat erst seinen ersten Zahn bekommen. Viel zu jung und niedlich, sagt John. Ich suche was Hässliches. Herein kommen ein Pirat und ein Monster. Dem Piraten könnt ihr die Zähne schwarz anmalen. Sie sind verfault oder er hat sogar Zahnlücken, weil schon einige Zähne fehlen. Und Monster haben fürchterlich spitze Zähne. Oh, die will ich nicht, sagt John. Als nächstes kommt eine ältere Dame. Sie hat überhaupt keine Zähne mehr und deswegen sind ihre Lippen eingefallen. Die ist perfekt, ruft John. Neben dieser alten Schachtel wird Gloria Glitzer wunderschön aussehen. Wie kannst du es wagen, so über meine Oma zu sprechen? Schreit Gloria und verpasst John eine. Seine Zähne fliegen durch die Gegend. Gloria und ihre Oma ziehen beleidigt davon. Und John bleibt zurück. Ohne Star, ohne Film und fast ohne Zähne. Tja, Leute, das ist eben Showbusiness. Der arme John. Probiert's einfach mal selbst. Verpasst euren Figuren verschiedene Arten von Zähnen und somit auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Oh, was für ein toller Tipp. Verschiedene Zähne für unterschiedliche Persönlichkeiten. So einfach und doch zum Anbeißen. Ich hab's vorhin auch mal versucht. Aber ich hab sie drüben stehen lassen und vergessen, sie wieder in den Mund zu tun. Oh. Und jetzt habe ich noch eine einfache Idee für euch, wenn ihr etwas mit einem Muster verzieren wollt oder einfach nur Spaß beim Malen haben wollt. Alles, was ihr braucht, sind ein weißes Blatt Papier, ein dünner, schwarzer, wasserfester Filzstift und eure normalen, bunten Filzstifte. Und schon kann's losgehen. Malt mit dem wasserfesten Filzstift in die Mitte des Papiers einen kleinen Klecks. Und um den zieht ihr, mit etwas Abstand, außenrum eine Linie. Und dabei haltet ihr euch wieder an die Form des Kleckses. Diese Form umrandet ihr dann wieder mit etwas Abstand.
Und so macht ihr immer weiter. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie die Holzmaserung in einem Baumstamm. Zieht so viele Umrandungen außenrum, wie ihr wollt. Oder bis das ganze Blatt bedeckt ist. Wenn ihr mit den Umrandungen fertig seid, kommen endlich die bunten Filzstifte ins Spiel. Mit denen malt ihr die Zwischenräume an, zum Beispiel so. Nehmt am besten für jeden Zwischenraum eine andere Farbe. Ihr könnt wieder von innen nach außen malen. Zuerst den Klecks und dann die einzelnen Umrandungen. Und weil ihr die Umrandungen mit einem wasserfesten Filzstift gezogen habt, verschmieren eure Farben nicht und ihr bekommt ein Muster mit hell strahlenden bunten Farben. Je mehr verschiedene Farben ihr nehmt, desto besser. Wenn ihr alle Zwischenräume bunt ausgemalt habt, sieht euer Bild so aus. Ein verrücktes Wellenmuster. Und wenn man da länger drauf guckt, oh, dann wird einem ganz schwindlig. Klasse, oder? Es macht nicht nur Spaß, diese Muster zu malen, sie sehen auch jedes Mal anders aus. Das hängt von der Form des mittleren Kleckses ab und natürlich von den Farben, die ihr verwendet. Wie gefällt euch das hier? Das Ganze mal in Schwarz-Weiß. Auch nicht schlecht, oder? Und bei diesem Bild habe ich nur die Umrandungen bunt gemalt und die Zwischenräume einfach weiß gelassen. Und hier ist noch eins für euch. Ein riesengroßes, total ausgeflipptes. Je mehr Farben ihr nehmt, desto besser wird euer Bild. Probiert's einfach mal selbst. Malt eure eigenen verrückten Wellenmuster. Und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. Das war's leider für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Art Attack. Bis dann. Tschüss.